Hallöchen. Schön, dass du eingeschaltet hast in meinen chaotischen Schreibtisch. Ich habe echt wenig Platz immer, aber das macht ja nichts. Und ich werde jetzt heute mal eine Karte basteln. Eine Happy Birthday Karte, habe ich mir gedacht. Ich habe hier einfach ein kleines Stück Papier ausgeschnitten und mit Abrunder hier abgerundet. Und nehme jetzt ein Stempelkissen von Oxy. Ja, dieses Oxy. Den habe ich gebraucht bekommen. Und mache es praktisch hier einfach mit meinen Dingens hier rein. Ups. Und tupfe hier ein bisschen noch auf das Unterlagending. So. Dann, eigentlich habe ich hier ein feuchtes Tuch, aber das habe ich jetzt auch nicht. Und eigentlich müsste ich auch mehr von diesem Ding haben, aber habe ich es nicht. Ich wische jetzt praktisch, Moment, hier einfach ab. So, dann ist glaube ich auch wieder sauber und nehme jetzt ein diesen Stempel hier im Lila. Und tupfe auch immer erst auf die Fläche. Drehe das Ganze hier um. Und fange so an. So schaut es dann aus. Und das machen wir dann hier wieder schnell zu, die Stempelkissen. Und mache hier in meiner Stempelkiste. Ich habe so eine Kiste für mich hergetan, wo die ganzen Stempel drin sind. Und jetzt brauche ich ein bisschen Wasser. Mein Wassernapf tue ich immer verstecken, weil die Katzen immer draus trinken wollen. So. Und dann muss ich hier eine Pinzette nehmen. Und mache jetzt einfach mal ein paar Wassertropfen drauf. So. Dann mache ich den Lappen wieder nicht da. Jetzt auch kein Taschentuch da. Ich habe mir das Ganze jetzt mal, wie gesagt, die Wasserspritze gemacht und habe mir ein Tuch geholt und dann habe es einfach drauf getupft und den Rest habe ich dann mit Heißföhn geföhnt. Und das gefällt mir jetzt immer noch nicht so ganz. Dann werde mir jetzt eine alte Zahnbürste hernehmen. Und dann noch Wasserspritze machen. So. Dann tue ich das Ganze nochmal tupfen. Seht's? Die Wassertropfen. Beim Blauen schaut das echt gut aus. Machen wir nochmal. Dann wieder abtupfen. So, das schaut gut aus. Das lassen wir so.
und da das Papier ein bisschen jetzt feucht ist, werden wir das Ganze nochmal schnell föhnen. Schaut, das biegt sich jetzt nach oben. Machen wir ganz schnell. So, das biegt sich zwar jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Dann nehmen wir einen Stempel mit Happy Birthday. Muss mal gucken, wo das ist. Eigentlich haben wir das Ganze schon vorbereitet gehabt, aber anscheinend doch nicht. So, habe ich schon hier. Schauen wir mal, Happy Birthday. Da ist ein Happy Birthday. Man könnte zwar auch einen anderen nehmen. Ich glaube, ich werde diesen hier nehmen von Stampin' Ape. Ich kann das sowieso nicht aussprechen. Und dann brauche ich ein Stempelkissen. Moment, muss ich mal hier das ganze Zeug mal rüberschieben. Erstmal tue ich das immer auf einen Schmierzettel drauf stempeln, um zu sehen, dass er auch fusselfrei stempelt. Moment. Stempelkissen ist hier. Und dann brauche ich noch dieses Acryl-Dingsbums da. Ah, hier. So, dann legt man das mal auf die Seite. So, und wie gesagt, immer vorher abstempeln, um zu sehen, ob er gut stempelt. Tada! Das war jetzt auf Englisch, aber... Das macht ja nichts. Gut. Dann nehme ich hier meinen Wischlappen. Mein Wischlappen sage ich immer dazu. Dann tun wir den säubern. Diese Tücher gibt es beim Edeka Club für 1,99 oder 2,99, ich weiß es nicht. Mein Mann hat das rein zufällig gekauft gehabt. So, dann tun wir, wie habe ich denn das jetzt gedacht, so. So. Bei diesen Stampin' Ape Stempelchen bleibt fast kein Fusel drauf hängen. Da müsst ihr echt drauf aufpassen. Tada! So schaut das Ganze aus. Recht hübsch, finde ich. Man könnte ja, hätte man ja auch embossen können, aber mit embossen, ich mag es nicht so. Ich mache es lieber schlicht und einfach und es soll ja immer schnell gehen. Ne? Nicht hier stundenlang auf eine Karte umeinander eiern. So. Da habe ich jetzt ein paar Stempel einfach für mich immer so aussortiert und die hübschen, die behalte ich immer. So, genau.
Und dann braucht man noch ein Gegenkarte, Gegenkarte, Gegenstückkarte, sage ich immer dazu, indem man was, man könnte das auch ausstanzen. Aber mal gucken, was ich hier habe, Stanzdingens. Nein, die sind nicht hier, die sind da drüben. Weil ich habe hier eigentlich immer meine Lieblingsstanzen, die ich so gerne benutze. Das passt nicht. Dann werde ich das mal hier ausstanzen, weil ich hier ein bisschen Platz finde. So. Jetzt nehme ich mir eine ganz normale Karte oder ein Papier von diesem Actionpapier. Und brauche ein Falzbein. So. Dann schaue ich rechts und links, ob es überhaupt gerade gefalzt ist. Ja. Und dann nehme ich mir natürlich meinen Abrunder. Ich liebe den. Und runde mir einfach die Ecken ab. So. Ich habe das jetzt nicht ausgestanzt, weil ich den Hintergrund besonders gut finde. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das klebe. Vielleicht stanze ich jetzt noch andere Sachen aus und klebst dann mit 3D-Pads auf. Muss mal gucken. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich stanze jetzt einfach mal so ein Teil aus. Rosa habe ich nicht. Ich muss mir wirklich mehr Papier kaufen. Das ist eher braun. Nein. Das ist nicht. Das braune. Ich hatte doch hier irgendwie ein Papier. Ja, ich mag so ungern immer frisches Papier anzufangen und dann braucht es wieder nicht und dann ja, wie auch immer. Das ist blau. Oder ich schaue mal eben, ob ich jetzt ein angefangenes Zettelchen habe. So, mit benutzen meine ich, man nimmt sich so einen Spieß, einen Schachtelspieß oder einen Holzspieß, je nachdem. Das habe ich beim Aufräumen gefunden, das hatte ich beim Kerzen, wegen Kerzenwachs habe ich mir das mal zugelegt gehabt. Und dann machen wir das hier außen rum, dass die alle Löcher frei sind. So, dann müsst ihr auch mal gucken, dass sie wirklich frei sind. Ich arbeite gerne in der Luft.
Man könnte sich auch sowas hernehmen. So. Oder hier also rum. Ja, das dauert ein bisschen, aber mei. Soll ja das Ganze auch schön werden. Sage ich mir immer. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Löcher durch. Ja, drei Stück. So, wenn ihr das dann habt, oder ich habe so, dann lege ich mir das Ganze hier hin und werde es mir irgendwie so machen, dass es hier dann ein bisschen funkelt. Oder man kann auch Herzchen aufstanzen. Wenn das jetzt euch nicht so gefällt, ich weiß auch nicht. Ich bin zurzeit irgendwie unschüssig. Heißt es unschüssig? Oder Sterne oder Herzchen oder was auch immer man da ran machen kann. Ich lasse das jetzt mal weg, das stört mich jetzt irgendwie. Und das ausgestanzte Ding nehmen wir dann jetzt her. Und machen jetzt einfach mal ein paar Sternchen. Aua, das hat mir ja noch wehgetan. Ja, es ist noch nicht Weihnachten, aber wenn derjenige Sterne mag oder liebt, so wie ich, dann kommen da ein paar Sterne mit drauf. So. Dann müsst ihr aber auch gucken, dass die Sternchen, falls ihr Sternchen nehmt oder Herzerl oder sonstiges, auch richtig ausgestanzt sind, auch die Ecken. Ich sehe gerade, das ist irgendwie nicht gescheit. Irgendwie so. So werde ich das machen. Hier habe ich schon doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt natürlich auch ein dickes hernehmen. Ach, das bleibt euch überlassen. Ups, ja, jetzt bleibe ich auch wieder hängen. Und da ich ja sehr schön finde, wenn ich das ein bisschen schief oder unschief oder wie, je nachdem, wie ich das mache, es so mag. Und jetzt sehe ich gerade, ich bin schon wieder schwarz und habe schwarze Fingernägel, aber das kommt von Ofen, weil ich nebenbei auch noch heize. Und ja. Also bitte achtet da nicht so drauf heute. Und dann brauche ich natürlich meinen Spezialkleber. Ich muss das immer leider rauspieken. Das bleibt nicht. Also das wird da hier nicht. Der Kleber läuft da nicht durch.
das hier und dann habe ich mir gedacht, wir stempeln jetzt einfach mal was ab, bevor ich unten die Sterne mache. Muss jetzt nur suchen. Hier machen wir mal kurz Pause. Stempel habe ich schon drauf getan. Und mal gucken, ob ich das jetzt eigenmäßig hinbekomme. Obwohl, wenn das so klein ist, der Stempel, dann nehme ich die hier. Das sind diese Minikarten. Finde ich so cool. Weil man braucht eigentlich nie so viel Papier. Und das Kleine ist optimal. Und ich habe schon wieder gekleckert. So. Und stempel mir jetzt einfach mal hier drauf. Das ist gut. So, mache ich den Stempel gleich sauber. So. Dann tun wir das hier mal auf Seite und jetzt geht's an kolorieren. Mal lila und türkis. Wo finde ich jetzt lila und türkis hier? Dass meine ganzen Stifte wieder rauskommen. Türkis ist hier. Lila. Ich weiß nicht, welches Türkis ich nehme. Ich nehme jetzt alles mal da raus. So, gut, dann schauen wir mal. Ah, welches Türkis nehmen wir denn jetzt? Ich habe jetzt auch kein Schmierblatt oder doch. Also ich nehme mal so ein Reststück daher und schau, das ist zu dunkel. Das finde ich toll. Gut. Dann schauen wir hier. Das oder das. Das schaut besser. Das passt gut. Gut, das nehme ich auch. Und dann das oder das. Gut, nehme ich beide. Haben wir das schon mal und dann geht's los.
Das habe ich jetzt kollodiert. Die Hände und die Füße und die Schwänzchen bleiben normal, also weiß. Die Dinger tue ich dahin. Und jetzt hole ich mir meine Schere und schneide das ungefähr so aus. Das kleine Schnuckelding ist jetzt ausgeschnitten. Das kann ich sehr gut, ungefähr so mit so einer spitzigen Schere. Die habe ich mir mal gekauft. Oh Gott, die ist schon einige Jahre her. Aber die gibt es bei eBay für 3-4 Euro, glaube ich. Falls ich den Link noch habe oder wiederfinde, weil ich habe nicht alle Links beisammen, werde ich euch natürlich verlinken. So, wo ist jetzt die Karte? Und das kommt, habe ich mir gedacht, hier irgendwo. Genau. Und dann brauche ich natürlich ein dickes Dingens. Was ich immer so gerne benutze, ist dieses grüne. Das mag ich total gerne. Und es ist auch bombenfest. Also wirklich bombenfest. Und das klebt wirklich. Also das ist echt, echt, echt mega. Aber wenn es teuer ist, ich gönne mir das. Wir haben sogar damit unser Fenster abgeklebt. Mit dieses Rollo-Dings haben wir einfach drauf geklebt. Und das klebt wirklich bombenfest. Mein Mann hat nicht schlecht gestaunt. Dann schauen wir mal, ob das da mit diesem Ding jetzt funktioniert. Ja. Aber ich mache es eher mit den Fingern, wenn ich Fingernägel habe, weil die sind schon wieder abgebrochen. Mache aber trotzdem hier noch meinen Flüssigkleber drauf, obwohl das auch echt bombenfest hält ohne diesen Kleber. Dann klebe ich hier weiter meine Sternchen. Und dann machen wir natürlich noch ein paar Glitzersteine, weil ohne Glitzersteine geht bei mir gar nichts aus dem Haus. Die hier oder? Ja, die hier. Ups. Oh nein, jetzt ist da ein Vogel drin.
Pudel habe ich retten können. Ja. Ja, so viele Glitzer. Das macht aber nichts. Die wird sich schon freuen. Sie wird sich bestimmt schon freuen. Moment. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, mein Mann stört mich jetzt nicht. Kann man natürlich auch mit der Hand nehmen. Das funktioniert auch. Nochmal andrücken, dass es auch kleben bleibt und sich da nicht verrutscht. Und jetzt ist meine Karte fertig. So, es hat etwas länger gedauert als gedacht. Aber immerhin habe ich es fertig gemacht mit euch. Und so schaut die Karte dann aus. Warum ist die Kamera so schief immer? So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls es doch es gefällt, dir gefällt, dann freue ich mich über einen Kommentar von dir oder einen Däumchen nach oben. So. Ich werde das jetzt noch abfotografieren und dann wird sie verschickt.